Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin so froh, dass du in unser kleines Tal gekommen bist. Ja, hi, es freuen sich alle. Wir freuen uns auch. Ja, ja, geil. Ja, alter Bini, Kumpel. Ja, wir sind immer noch hier. Letzte Folge haben wir uns aufgewertet. Das gute Prosperity haben wir aufgeblättet. Genau. Wollen jetzt einfach mal ein bisschen die Hauptfest tatsächlich weitermachen mit der Belagerung. Es war Glück, dass du dieses Unglück überlebt hast. So, deswegen runter hier. Ein Teammitglied. Ein Teammitglied. Ja, ich darf nicht selber laufen, wenn du entscheidest, die Instanz zu wechseln. Ja, wir haben jetzt mittlerweile festgestellt, zweite Spieler ist quasi nur noch sowas wie ein besserer NPC. Die kann auch keine Quest starten. Nicht die Quest-Dokumente lesen, bei Schatz suchen. Ja. Also diese ganzen Sachen, wo man sich entscheidet, etwas zu tun, darf der zweite Spieler nicht. Wir hatten überlegt, ob ich mit meinem Ethanol, was ich ja zweifelsohne im Inventar habe, vielleicht wenigstens sowas wie Karten und sowas kaufen kann, wenn ich schon nicht dafür benutzen darf, die Base aufzuwerten. Aber scheinbar habe ich das Ethanol und das bleibt auch da. Ich kann nichts mitmachen. Ich darf es nicht ausgeben, ich darf es nicht verbessern. Ich darf einfach nicht. Ich hatte gerade mal überlegt, ob ich in die Option gucke, ob man da irgendwie vielleicht was einstellen kann, um dem Partner mehr Rechte zu geben, aber ich glaube, das muss einfach so. Das also soll so sein. Ich habe auch überlegt, ob man einfach mal nachguckt irgendwo, ob irgendwer was sagt. Aber ich schätze auch, es wird dann wohl so sein, wie es ist. Bisschen schade, aber na gut. Es ist halt sein Spielstand und ich helfe nur ein bisschen aus quasi. Ja, es fühlt sich dann aber immer so an, also ich hatte das ja auch mal, dass ich in solchen Spielen mitgespielt habe als zweite Person. Und es hat sich für mich zumindest immer so angefühlt, ja, fast wie bei Dark Souls, wenn man so als Schemen quasi in einem anderen Spielstand joint. Ja, einen Unterschied mache ich nicht. Man fühlt sich nicht wirklich Teil davon. Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße! Was sind sie? Geh zurück zu den anderen! Los! Zurück! Da ist es im Fahren. Achso, du machst gleich Randale. Okay. Der Highwayman ist nicht durchgekommen. Bist du da? Okay. Ja. Dürfte eigentlich hinter uns? Ja, ich komme nicht ganz ran. Ich darf hier nicht viel los sein. Sagst du? Auf, ich glaube, wir sind rein. Betritt, ja, komm rein. Okay. Alles gut. Und Waffen aller Art. Alter, wo der hinschießt. Das hat mich Leben gekostet. Aber es hat funktioniert. Und links. Toll. Oh, Raketenmunition kriegt man hier nicht was ein. Gib mir Raketenmunition. Gibt da was? Mein Gott, ich glaube, die Gegner haben leichte Probleme. Ist sie aufgehangen? Wo kommen die von ganz links?
Die sind hier, die sind hier. Komm her. Ich hab gerade jemanden sterben lassen, glaube ich. Nee, das hat Rush gemacht. Oder kommt noch mehr davon? Okay, war's das hier? Ja, hier sind wieder welche. Oh, warte, Rocket Launcher. Okay. Da block mich nicht! Geh aus dem Weg, Mann! Blöder NPC. Oh jawohl, das klingt mal Spaß für mich. Komm her, Truck. Warte kurz auf den Truck, ne? Du machst die anderen schon weg. Und wo kommen die Wände hoch? Das ist der Truck, ey. Hier liegen zwei von uns. Oh nein, Mutti hat's erwischt. Mutti ist wieder da. Ja, ich komm nirgendwo vorbei, hier stehen alle im Weg. Der Truck? Ja, wo? Ich höre ihn nur hupen. Ich kann's nicht. Ja, wo? Nordwesten. Nein, ich wollte gerade springen. Truck, nice. Rein. Da ist noch ein Truck. Nicht nice. Ich mach alles kaputt. Wir wollen damit hoch. Warte. Aua. Danke. Au. Kein Problem. Reloaden. Wir haben ziemlich schwache Aimer in der Base. Gut, dass ich nicht wieder rein darf. Ja. Ich muss so unten bleiben, schade. Kannst du hier über den, ja, der ist ja reingefahren. Kannst du hier drüber klettern? Ja. Geil. Nicht gut, weil die können hier langkommen. Aber ja. Sehen wir irgendwas nicht oder? Ne, die warten auch alle. Da kommen sie! Zur nördlichen Mauer! Verdammt, sie brechen durch! Wo denn? Alle zurück! Beschützt das Haus! Warte! Im Norden! Wir verlieren zu viele Leute! Sprengen wir einfach alles in die Luft und verpissen uns! Ja. Na, da kommen wir. Formiert euch neu und schützt die Gebäude! Im Haus? Dann hier zurück. Ständig, warum wir zurückziehen sollen, wenn hier noch alles gut ist. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir sollen gar nicht so aufräumen wie die das da. Wir können noch ein bisschen gucken. Mach. Mach den nach oben. Ja, da hinten kommen jetzt welche. Den Truck kommen, ja. Zieht euch. Oha. Alter. Ich seh sie da unten. Aufgepasst, da kommt ein Hubschrauber. Hubschrauber, oh, deinen Job. Ist weggedreht. Oh, das war nicht ich. Ich auch nicht. Guck mal her, du hast doch gar kein Leben mehr da unten. Hunde, 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 Hunde. Hunde hier. Ich komm ja schon wieder über die Rampe. Da ist schon wieder einer. Warte, ich helfe mal kurz hier immer nur. Ah, ich pass mal ein bisschen auf die Rampe auf. Hi. Das ist unser Helikopterboy. Irgendwo ist ein Hund reingelaufen. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ja. Ah ja. Tot. Okay. Das halten wir nicht länger durch. Nichts wie weg hier. Bewegung.
Was denn? Die fliehen, nicht wir. Ach so. Ja, unsere. Hilf mir jemand! Mom! Hä, so Chaos war ja nicht mal. Mom! Hey, hey, sieh mich an! Sieh mich an, sieh mich an! Hey, hey! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung. Pack an, wo du kannst. Wie schlimm ist es? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war's das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden, New Eden? Moment, soll das ein Witz sein? Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Typen waren bis unter das Kinn vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Das ist voll unfair, wir haben voll rasiert. Unterbrechung. Kamine. Vor Jahren. Aber ernsthaft, wir haben voll alles rasiert. Okay. Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an, nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey, wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Zwei. Neue Allianzen. Das Geheimnis von New Eden. Story Mission. Und prosperieren. Achievement. Bekommen Sie eigentlich auch die Achievements oder kriegt nur ich die? Ein bisschen bekomme ich, also ein paar habe ich auch schon gesehen. Genau das, was wir brauchen. Warte mal, haben wir nicht. Story Mission kriegst du gar nicht, ne? Die Story-Erfolge. Nicht so richtig, nein. Toll, ne? Wir haben auch die Selene überhaupt nicht geholt gehabt. Wir sind jetzt schon im zweiten Kapitel, müssen jetzt andere holen, hier Sharky und Nick. Und, keine Ahnung, die Nebenmission, aber wir haben noch nicht mal die eigentliche Mission hier erledigt. Das macht ja nichts, das können wir ja noch machen. Das ist halt die Frage, ob uns das, naja, wahrscheinlich wird uns das nicht helfen, wenn wir die gehabt hätten. Nee, weil wir haben ja eigentlich ziemlich gut durchgehalten und auf einmal ist ja alles kaputt und alle tot. Ja, das gehört halt so. Ah, es ist halt geskriptet, aber es ist so ein bisschen frustrierend, wenn du eigentlich kämpfen kannst wie ein Bär und alles niedermähst und am Ende sind trotzdem alle tot. Pass gut auf dich auf. Dum, dum, dum. Das ist schon ein bisschen fies eigentlich, ne? Dum, dum, dum. Naja. So, ich schau mir nochmal eben Munition. Danke no. Für die schnelle Hilfe in Prosperity. Wir haben vier Leute verloren. Aua, brennt hier. Ich und Rush schickt der Himmel. Schau mal auf der Karte. Ich würde jetzt tatsächlich gern mal die Selena, die man hier überhaupt nicht anvisieren kann. Aber ich habe jetzt mal den Ort da anvisiert. Ich würde dann hier eine Schnellreise machen. Ja, mach, ich komm mit. Ich habe keine andere Wahl, ich komme einfach mit. Ah. Du wirkst langsam ein bisschen beleidigt. Es ist es. Also, gefühlt darf ich nichts machen, außer von A nach B laufen und schießen. Das ist quasi alles. Finde, dass du auch nicht die Story Achievements kriegst, weil du spielst das Spiel ja mit durch. Hi.
Nein, ja, aber es zählt nicht. Ich meine, ja, sie könnten quasi so tun wie, du wirst kurz ins letzte Kapitel geladen und was ist schief und durchgespielt. Sie horten dort eine Menge. Irgendwo kann man es verstehen, aber es ist halt scheiße, wenn du die ganze Zeit mitspielst. Sprich, wenn du die Achievements auch noch willst, musst du das Spiel selber nochmal durchspielen. Ich muss das ganze Spiel nochmal machen, wenn ich wirklich das auf 100% haben will. Weil momentan bin ich nicht wirklich mit dabei, obwohl ich dabei bin. Von daher, ja, es ist schon ein bisschen fies. Also es ist nicht so, dass es jetzt beim Spielen groß stört, keine Frage. Ich kann zwar nicht alles looten und ich kann auch die Hälfte nicht mitnehmen, aber ich kann das Spiel ja trotzdem spielen. Denn ich, ja, Muni könnte man mal voll machen. Oder haben wir die... Können wir denn mal für ein Vehikel nehmen hier? Oh, ja. Herstellen mit Materialien. Let's go. Schrott einschmelzen zu können, wird den. Da habe ich einen geilen Wagen, wo ich den liefert. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ich habe Angst. Ah. So. Oh Gottes Willen. Da kann ich gar nicht mitfahren. Bring drauf. Warte mal, gibt's da echt keinen? Hallo. Aber nein, das Ding hat keine Zwei-Sitz-Funktion. Komm ich da hoch? Kannst du drauf? Okay. Ich bin drauf. Wieder etwas, wo ich mich beleidigt fühlen darf. Ich darf nicht mal mitfahren. Ist auch nicht unbedingt schnell, was du hast gedacht. Ich weiß schon, dass wir hier sind, ne? Hm? Road Rage Typ. Du hast einen Road Rage Typ hinter dir. Ja. Bisschen am Tryhard, wie er aussieht. Die Feinde da vorne. Ja, da drauf schießen. Kannst du über die leuchtenden Blumen farmen und da gleich einsammeln? Das bezweifle ich irgendwie. Ich glaube, sie werden einfach nur zerstört. Da rechts ist ein Rucksacktyp. Ich gucke nach rechts, ich sehe aber keinen. Ja, du bist schon eine Weile vorbeigefahren, da hinten auf der Straße. Hier ist Wasser umgraben. Okay, das Ding sieht zwar cool aus, aber es ist absolut unnütz. Und schweinelangsam. Ein bisschen, ja. Oh. Oh, hi, Gegner. Na, ihr? Mal kurz Hallo sagen. Moin. Wow. Verdammt, wie kann ich den nicht getroffen haben? Eins von drei, also man muss hier tatsächlich looten. Na toll. Ich weiß nicht, wer mich trifft. Überleben Tagebuch. Die Highwaymen hören auch einfach nicht auf, verteilen sich überall im Tal, plündern alles, was ihnen in die Finger kommt. Ich fliehe schon seit Wochen vor denen, habe in jedem verlassenen Wrack übernachtet. Wenn sich das nicht alles nicht entspannt, kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ich muss raus aus diesem Tal. Alter, wer schießt denn hier? Ich sehe dich nicht. Wie über uns. Wo bist du denn? Da, du Sackgesicht. Da hinten ist eine Lieferung gelandet. Ah. Hast du alles hier? Nein, habe ich nicht, aber ich möchte die Lieferung gerne haben. Eine Sache muss ich noch looten in dem Ort. Okay. Lieferung ist weg, kann sein. Nee, da ist sie. Himmelkorn. Ja, geil. 37 Ethanol. Yay, 37 Ethanol. Endlich. Man merkt da, sie ist so noch am Zicken. Ja, Spiel, du hast mich zickig gemacht. Mann, der Hund, der ist nicht kaputt zu kriegen. Wo muss das? Hier liegt da noch was. Hast du alles? Ja.
Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch das Wäldchen düsen. Brumm, brumm. Brumm. Vorsicht! Wieso fällt sie uns denn voll rein? Oh, du Mist. Juckt sie nicht, na dann. Nicht heute, nein, Sir. Oh Gott. Warte. So, ich hab dir mal kurz Dynamit gegeben, von unten, kein Problem. Danke, danke, nett von dir. Alter, das Ding. Alter. Das auf jeden Fall. Ich wollte es halt mal craften. Ja. Mal gucken, wie es ist. Ah ja, scheiße. Auch eine gute Idee, aber ja, es ist scheiße. Das ist nicht für steile Bergfahrten geeignet. Ah, jetzt zieht's an hier. Weil ich abgestiegen bin. Willst du sagen, ich bin drin? Fett oder was? Nee, bringt nix. Ja. Mal gucken, ob ich schneller bin. Ich komme hier nicht wieder hoch. Hier ist mal von der anderen Seite. Hi. Ja, wie kommst du jetzt hoch? War jetzt hier lang. Hui. Okay. Oh, ich glaube, das tut mir weh. Hui. Sieht gut aus. Gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Schön. Grab des Inquisitors. Von da. Ich wollte aussteigen mit E. Ich bin auch blöd manchmal. Okay, jetzt brauchen wir wieder die gelben Werkzeugkisten. 1 von 6. Darf man nicht mit dir reden übrigens. Weiß, passt. Nein. 2 von 6. Gelbe Werkzeugkisten. Von sich. Hier geht's irgendwie runter, wo noch immer. Können wir hoch? Was noch eine drüben? Die hier? Wo, wo, wo? Hier in dem abgesperrten hinter dem Haus? Da? Ja, ne. Hier ist ein Bunker. Achso, da warst du gerade, ne? Wollte ich. Wolltest du? Ecke, ja. Entschuldigung. Wie immer. Entschuldigung. Hier ist einer. 5 von 6. Und 6 von 6. Geht. Oh, das ist fertig. Aufmachen. Hm. Quatschen wir mal mit dem Tentchen. Weißt du, was ich zu dem Wagen sage? Nö! Also klar, ich hab Arme. Das sage ich dazu. Oh, wow, wow, wow. Hi. Hi. Oh mein Gott, Alter. Ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche, die wirken, weißt du, von der Art. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Okay. Sie ist interessant. Tiefseetaucher. Sie ist vielleicht auch ein bisschen Marihuana. Kräutersüchtig, ja? Hallo? So gut gemacht. Wollen wir nicht erstmal die Folge beenden?
Hilfe. Ja, ja, wir beenden jetzt mal die Folge, würde ich sagen. Das ist ein guter Zeitpunkt. Na dann versuche ich immer noch an Land zu gehen, was nicht geht. Warum geht das nicht? Oh, ich muss tauchen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Folge. Tschüss. Ciao.